Fremdgehen. Kein schönes Thema. Keine Sache, wo man gerne mal hinschauen möchte. Aber etwas, wovor wir eigentlich alle so ein bisschen Angst haben, oder? Dass der Freund fremdgehen könnte. Ich könnte dir jetzt eine Liste geben an Dingen. Sag niemals das und sei immer so und so und achte darauf, dass nicht das und das passiert. Und deinen Geist damit vernebeln, aber auch vielleicht befriedigen erstmal mit diesen kleinen Tipps und Tricks, wie du vermeiden kannst, dass dein Partner dich betrügt. Aber ich will ein bisschen tiefer gehen. Ein bisschen viel tiefer. Mir ist das letztens aufgefallen. Ein befreundetes Pärchen hat getrennte Bankkonten. Und das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, getrennte Kasse zu machen. Für mich persönlich wäre das undenkbar, weil meine Beziehung so eine krasse Symbiose ist, so ein Einssein, so ein Verschmelzen auf emotionaler Ebene, auf mentaler, physischer, energetischer Ebene, dass ich mir nicht vorstellen könnte, zwei Bankkonten zu haben. Das würde einfach für mich jetzt keinen Sinn machen. Aber mir fiel es vor allen Dingen deswegen auf, weil die beiden gegenseitig beieinander Schulden machen. Also wirklich alles wird aufgesplittet auf den Centbetrag. Und man hat dann Schulden beim Partner oder der Partner hat dann Schulden bei einem. Und zwar meine ich jetzt so 3,56 Euro oder 12,99 Euro. Und das hat mich irritiert. Und deswegen will ich mit dir darüber sprechen, wie sehr du dich hingibst deinem Partner. Gar nicht mal so sehr auf körperlicher Ebene. Ich spreche von, krieg das Wort nicht in den falschen Hals, ich spreche von Devotion. Devotion beschreibt das für mich im Englischen eigentlich perfekt. How devoted am I to my partner? Wie sehr gebe ich mich meinem Partner hin? Wie sehr verschreibe ich mich meinem Partner? Wie sehr verehre ich meinen Partner? Und es ist der Traum aller Frauen, verehrt und vergöttert zu werden von ihrem Partner. Aber ist es nicht eigentlich auch der absolute Traum, seinen Partner verehren und vergöttern zu können? Jemanden zu haben an seiner Seite, den man so sehr liebt, dass man ihn vergöttert, verehrt? Wir haben oft Angst davor, eine so tiefe Bindung einzugehen, weil wenn wir so tief lieben, glauben wir, dann können wir auch so tief verletzt werden. Also Verehrung, Vergötterung und dann ist da ja auch noch dieser religiöse Touch im Hintergrund, wo wir vielleicht denken, oh Gott, nee, ich will ihn ja nicht anhimmeln, der ist ja nicht Gott oder so, der ist ja nur mein Freund. Wenn der nur dein Freund ist, dann pass mal besser auf, dass der demnächst auch noch dein Freund ist. Hart gesprochen. Aber echt mal, wenn der nur dein Freund ist, also es ist die einzige Person in deinem Leben, mit dem du deinen Körper teilst, bevor du Babys bekommst. Wenn du dann deine Babys stillst dann, und Babys in deinem Bauch aufwachsen, dann teilst du auch mit deinem Kind deinen Körper. Aber du teilst ja deinen Körper mit deinem Partner. Das ist die intimste Verbindung, die es eigentlich gibt. Und wenn das nur der Partner ist, dann ist da irgendwas nicht so ganz in Ordnung.
im Wertesystem. Also wie sehr verschreibst du dich deinem Partner? Wie sehr vergötterst du deinen Partner? Wie sehr gibst du dich hin? Heutzutage wollen alle Selbstbewusstsein, Confidence. Ich lebe hier in den USA momentan und Confidence is the big thing. Everybody wants to be confident. Jeder will gerne selbstbewusst sein und stark und eigenständig. Und yeah, girl power, lady boss, woman power. Und ey, why not woman power? 100% woman power. 100% Selbstbewusstsein. Aber dieser Eigenständigkeitsbegriff hat dann einen negativen Beigeschmack, wenn es darin umschlägt, bewusst stark sich nicht seinem Partner verschreiben zu wollen, nicht devoted zu sein. Wenn zwei Menschen da sind, die bewusst stark gegeneinander sich gegenseitig nicht devoten, die sagen, ich lebe mein Leben, du lebst dein Leben, du gibst mir die 3,79 € zurück, ich gebe dir die 2,45 € zurück, ich tue alles, was ich will und wirklich komplett, ich richte mich nach mir und das ist meine Freiheit und du machst einfach dein Leben, du reist dahin, ich reise dahin, du machst das, ich mach das. Das ist super destruktiv. Weil warum dann Partnerschaft? Dann sei lieber bewusst allein. Als in einer solchen Partnerschaft. Und ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen hip, sich nicht dem Partner verschreiben zu wollen. Was ist jetzt aber, wenn du das Gefühl hast, ich gebe, 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 aber der gibt nichts zurück? Devotion ist dann erfüllend, wenn du viel mehr gibst, als du bekommst und er viel mehr gibt, als er bekommt. Weil dann ist das Überfluss. Und das ist so erfüllend. Und deswegen ist es wichtig, sich zu überleben, mit wem man sein Leben verbringt und dass es eben nicht nur der Partner ist. Und wenn es nur der Partner ist, ist es vielleicht der falsche Partner. Und wenn er nicht gewillt ist, mehr zu geben, als er bekommt, dann ist es vielleicht auch der falsche Partner. Und wenn du generell nicht gewillt bist, diesem Mann mehr zu geben, als du bekommst, dann ist es vielleicht auch der falsche Partner. Fremdgehen passiert nicht, wenn beide einander so sehr verschrieben sind, dass ihr verschmelzt. Was nicht bedeutet, dass du deine Individualität aufgibst, sondern was bedeutet, dass du dich öffnest für eine größere Möglichkeit, mehr zu erfahren, mehr zu leben, mehr zu spüren. Dann ist Fremdgehen einfach kein Thema. Fremdgehen kommt dann ins Spiel, wenn... Stell dir vor, zwei Schachfiguren und die schauen sich an. Das ist super. Wenn die voreinander stehen, even better. Aber wenn die voneinander weggucken, das ist, wenn die Probleme ins Spiel kommen. Wenn jeder sich absolut nur seiner eigenen Bedürfnisbefriedigung verschreibt und seiner eigenen Needs und seiner eigenen Wünsche und glaubt, das sei Freiheit, ausschließlich das zu tun, was man will, dann ist der Schritt nicht weit zu einem Ausrutscher. Aber wenn eure Schachfiguren sich anschauen, wenn sie voreinander stehen, wenn sie verbunden sind, wenn ihr eng umschlungen seid, wenn du mehr gibst, als du bekommst und er mehr gibt, als er bekommt, dann brauchst du keine Angst zu haben. Jetzt schaut ihr vielleicht gerade voneinander weg und vielleicht hast du auch das Gefühl, bisher warst du nicht so devoted oder er hat sich dir nicht wirklich verschrieben. Und da können wir ansetzen. Das können wir ändern. Wenn du das ändern willst, dann guck dir doch gerne mein kostenloses Online-Seminar an. Den Link findest du unten in der Infobox. Ich hab dich lieb.